Guten Tag und willkommen zu einem neuen Projekt. Dieses Mal Red Steel. Ja, die meisten werden sich jetzt fragen, Red Steel? Ja, okay, kenne ich nicht. Lasse ich mich erstmal drauf ein und ihr werdet euch später noch denken, was zum Teufel setzt er uns jetzt schon wieder vor? Direkt vorab, das Spiel ist USK ab 18 und laut PEGI ab 16. Also sei das schon mal gesagt. Ich werde erstmal keine Alterseinschränkungen auf das Video schalten, weil ja, YouTube hat da jetzt so ein komisches System seit, keine Ahnung, ein paar Monaten oder so, wo man erstmal seine, ja, seine, seine persönlichen Daten angeben muss. Das wollen viele nicht, das kann ich nachvollziehen. Und, okay. Und manchen ist es auch einfach zu doof. Denken sich dann so, ja, nee, kein Bock darauf. Und wenn ein Spiel eine Altersbeschränkung hat, wenn ein Video eine Altersbeschränkung hat, dann wird es einfach nicht geschaut. Punkt. So, deswegen werde ich es erstmal ohne Altersbeschränkung probieren. Deswegen an der Stelle hier, das Ding hier ist ab 18, laut USK, was für Deutschland zuständig ist. Deswegen, Kinder, nicht zuschauen. Meinetwegen ab 16, vielleicht auch ab 14, I don't care. Aber ja, von mir auf jeden Fall hier an der Stelle direkt bitte drauf achten. Komischer Start, schon wieder richtig hakelig. Ich hab's wieder nicht vernünftig hintereinander bekommen, zu sagen, was ich eigentlich wollte. Aber im Prinzip, Minderjährige bitte nicht zuschauen. USK ab 18, was für Deutschland zuständig ist, also Freigabe ab 18. Deswegen, von meiner Seite aus, alles im grünen Bereich, hoffe ich. So, und jetzt gehen wir ins Tutorial rein, wo ich schon mal ein bisschen was über das Spiel erzähle. Red Steel ist ein First-Person-Shooter. Nein, der da unten. Ja, der da unten. Das habe ich hier schon. Das Ding habe ich hier schon tausendmal gespielt, weil ich musste ja ein paar Sachen testen und habe da immer auf Nicht-Speichern gedrückt. Das war schmerzhaft. Weil das Intro quasi ist ein bisschen länger. Ja, aber jetzt wirklich. Ups, was zum Teufel? Okay, das Spiel ist ein bisschen länger, wollte ich gerade sagen. Ich verhakel mich schon wieder. Mann! Okay, Leute. Das Spiel ist ein First-Person-Shooter. Ich hab's damals, ja, schlechtes Vorbild, ich weiß, als Kiddie gespielt, fand's echt unterhaltsam und ich dachte mir so, mir leid, ich eigentlich hätte ich mal wieder Bock, das, ist wie in einem Traum. Das Spiel dich, wie zu spielen. Haben? Du hast gesagt, ich wäre eine verzogene Göre und du würdest mich nur beschützen, sonst nichts. Hm. Du hast sogar gesagt, lass das erstmal durchlaufen, ja. Wenn du keine persönliche Beziehung zu deinem Klienten. Und jetzt stelle ich dir gleich meinen Vater vor und du Silver. Wirst ihm um meine Hand anhalten. Ih, was war das für eine Hand? Ich bin froh, dass er Tokio so plötzlich verlassen hat. Wahrscheinlich muss er... Habe ich da gerade nicht richtig hingeschaut? Oder das sah aus, als wären ihr die Finger abgehackt worden oder so. Ihhh. Als wären da nur noch so Stumpen an der Hand. Aber ich glaube, ich habe mich gerade nur verschaut. Oh Mann, ey. Es ist eine Freude, Sie wiederzusehen, Miss Mio. Sie sehen fabelhaft aus. Ja, nicht wundern, die Untertitel
Freund sofort sehen. Passen auf geht's. Manchmal verwartet nicht. Also zumindest nicht zum Gesprochenen. Ich denke, es liegt daran, dass die Untertitel erst gemacht wurden, also als Übersetzung. Und dass dann die Sachen eingesprochen wurden. Ja. Hier entlang, bitte. Mr. Sato erwartet Sie in seinem Privatraum. Alles klar. Also, wieder dazu zurück. Ich habe das Spiel damals, wie gesagt, schlechtes Vorbild, aber ja. Scott, was machst als Kiddie gespielt, hat mich halt nicht gejuckt, dass es ab 18 ist. Hab's mir einfach. Weiß gar nicht mehr, woher ich das hatte. Ich glaube, von einem Bekannten. Hat's auf jeden Fall das Original. Weiß gar nicht, ob ich das noch hab. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich es von Bekannten bekommen. Echt gerne gespielt, weil ich hatte als Kiddie halt nur die Wii. Und einen nicht wirklich guten Rechner. Da lief halt CSGO, okay. Aber so alles andere wurde halt auf der Wii gezockt. Wird auf einmal Japanisch geredet. Gut. Und dann auf einmal Deutsch, obwohl das dann wieder unten nicht in den Untertiteln steht. Alles klar. Ja, die Krise nimmt ihren Lauf. Nicht nur mit meinem furchtbaren Intro, so wie sonst auch immer. Genauso wie ich die Verabschiedungen andauernd verkacke. Verkacke ich auch oft das Intro. Sorry dafür, ich rede oft um den, um die Dinge herum, obwohl ich es viel kürzer hätte gestalten können. Aber ich versuche das immer so ein bisschen Freestyle zu machen und das verkacke ich dann irgendwie. Ja, und jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich sagen wollte. Genau, ich habe es als Kiddie gezockt. Wollte es dann irgendwann nochmal zocken und dann habe ich mir so gedacht, hey, mach's doch direkt als Let's Play. Ich möchte hier unterschiedliche Spiele bringen. Und es müssen nicht unbedingt die AAA-Titel sein. Vor allem bei solchen Spielen, die ich dann echt fühle. Vor allem mit den japanischen Setting und verschiedensten Waffen und ihr werdet es hinterher noch sehen. Das Spiel ist eigentlich ganz geil, aber es kam halt für die Wii raus, deswegen gibt es ein paar Sachen, wo man sagen, und ich meine, es hatte auch ein relativ geringes Budget. Deswegen ist es halt an der einen oder anderen Stelle komisch, die Texturen sind nicht so geil, weil, wie gesagt, Wii. Aber das Spiel ist eigentlich echt cool. Lasst euch einfach ein bisschen drauf ein. Und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Hey, da ist noch einer. So. Gezielt wird natürlich mit der Wii-Fernbedienung. Das fand ich irgendwie immer schon cool. So mit der Wii-Fernbedienung. Zielen. Bewegungssteuerung. Hat mir irgendwie schon immer Spaß gemacht. Auch heutzutage noch. Bewegungssteuerung ist einfach cool. Wenn sie gut funktioniert oder das Spiel darauf ausgelegt ist, dann ist das einfach geil. Deswegen. Ja, das Dingen, wie gesagt, feiere ich unnormal hier. Ich hoffe, ihr könnt es auch feiern. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Dann habe ich es zumindest. Rumspacken, dann habe ich es zumindest versucht. Sie, sind Sie der Freund? Mr. Sato begibt sich zu seinem Hubschrauber. Ja, das bin ich. Wir müssen auch dorthin. Schnell. So, ich habe natürlich hier wieder nachbearbeiten lassen, damit das hier alles ein bisschen besser aussieht und nicht so kantig ausschaut wie auf der Wii. Und ja, man kennt die Spielereien. Ne, Kantenglättung, Hochskalierung und so weiter. Und ja.
Ich habe hier versucht, das Beste rauszuholen, damit man sich das auch anschauen kann. In der Wii-Version würde man das jetzt original aufnehmen und nicht verzerren, das Bild. Dann würden links und rechts so dünne schwarze Balken sein. Die werde ich natürlich rauseditieren. Ist klar. Aber ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Als Information. Ihr könnt euch das ja in Screenshots anschauen, wie das dann aussieht. Und diese Funktion, die ihr gerade gesehen habt, dieses Reinzoomen, das werden wir eher nicht benutzen, weil das Spiel wird sonst zu einfach. Das ist quasi Auto-Aim und die Gegner, wenn man hier stehen bleibt, die treffen generell nicht so gut. Ne, es ist halt auf diese Bewegungssteuerung eher so ein Fun-First-Person-Shooter. Das Spiel ist halt eher darauf ausgelegt und nicht auf, ja, du musst mega präzise sein, sonst wirst du richtig schnell weggemacht. Und es ist halt eher so spaßmäßig. Weißt du? Bei Bedarf kannst du die Kamerasteuerung im Optionsmenü plus Knopf an der Wii-Fernbedienung anpassen, um einen Gegner zu fokussieren, ziele auf ihn und halte den A-Knopf gedrückt. Bewege die Wii-Fernbedienung jetzt vor oder zurück, um herein und heraus zu zoomen. Ja, wie gesagt, das werden wir eher nicht benutzen, weil es gibt einem halt Auto-Aim und man kann so auch schon gut genug zielen. Noch was, wie lang die Parts ungefähr werden, weiß ich noch nicht. Ich muss da mal schauen. Aber ich denke so 20, 30 Minuten sollten ganz geil sein. So, wir können ja auf die Herd schießen, damit der explodiert. Damit können wir Gegnern Damage machen. Das geht auch bei anderen Objekten im Spiel. Ups. Hau ab. Geht auch bei anderen Objekten im Spiel. Ich denke, es gibt hinter noch Gaskanister. Und da können wir dann auch drauf schießen. Genauso wie auf die Feuerlöscher. Oh. Ja, okay. Genauso wie auf die Feuerlöscher. Das ist ziemlich geil. Es gibt immer mal wieder so Sachen, mit denen man interagieren kann und so weiter. Und selbst wenn man hier gegen schießt, dann fallen die Dinger runter. Also, es ist schon cool. Es ist schon ein Auge fürs Detail dabei gewesen bei den Entwicklern. Genauso wie die Sounds. Ey, das ist... Also, für Wii-Verhältnisse, okay? Für Wii-Verhältnisse, für die damaligen Verhältnisse vor allem, ist das einfach echt geil. Ein großer Detailheitsgrad mit verschiedenen Sounds. Hier, guck mal, die elektrischen Sachen, die sprühen sogar Funken und haben einen eigenen Sound. Also es ist schon echt cool gemacht. So, der Detailheitsgrad vor allem. Wie schon gesagt, wie schon jetzt mehrmals wiederholt. Eine Zweitwaffe aufzunehmen, gehe darüber und schwinge das Nunchuck nach unten. Eine Uzi wird mir angezeigt, aber Hallo? Ja, keine Ahnung, wo die sein soll. Aber hier. Oder vielleicht meinten die auch die Dinger. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern, dass... Beziehungsweise, was heißt dran erinnern? Quatsch. Ich kann mich nicht von früher daran erinnern, sondern, wie gesagt, ich habe es ein bisschen getestet. Ich habe ungefähr bis hier gespielt. Und deswegen wusste ich das halt, dass hier die Dinger liegen. Sonst hätte ich vielleicht sogar hier die ganze Zeit im Raum gesucht, ob ein Gegner die gedroppt hat. Und dann hätte ich hinterher gesehen, ey, guck mal, hier im nächsten Raum direkt sind die Uzis. Ja, hier auch die versprochenen Gaskanister. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich das weiß, weil es halt hier im Tutorial war. Und zum Springen C-Knopf und zum Ducken übrigens Z drücken.
Ihr habt keine... Hallo, ihr habt keine Chance. Denn ich hab ne Uzi. Und ihr... Ihr habt nur mickrige Pistolen. So läuft das. Ich find's auch cool, dass ich das hier alles schön hinbekommen habe. Mit der Aufnahme und so weiter. Also es läuft alles wunderbar. So. Jetzt nochmal zu diesem... Wie, ich bin weg. Ich bin doch direkt hier. Und wer hat das überhaupt gesagt? What the hell? Ja, okay. Nochmal zu diesem geringes Budget für das Spiel und so weiter. Es kam sogar noch ein zweiter Teil raus, den ich... Ja, das kann ich ja schon mal verraten, auch spielen werde. Der ist um einiges besser nochmal besser geworden nochmal. Und hat so ein, ja, japanisches, so einen japanischen Western-Stil. Also es ist eine komische Kombination. Aber unglaublich cool. Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um mich zu retten. Danke, das vergesse ich nicht. Meine Männer haben uns versehentlich in einen Hinterhalt geführt. Was? Diese Hundesöhne haben uns hier in eine Falle gelockt. Meine Tochter hat den Privataufzug erreicht, aber ich bin unter Beschuss geraten. Meine besten Leibwächter sollten sie in meine Suite bringen. Okay. Los, wir suchen sie. Wie kann man denn jemanden versehentlich in einen Hinterhalt führen? Wie geht das denn? Kannst du mir das mal verraten? Na gut. Ja, das, der zweite Teil, worüber ich mir absolut keine Gedanken gemacht habe als Kiddy. Aber heutzutage ist es sehr verwunderlich, dass es noch einen zweiten Teil gegeben hat. Anscheinend hat sich das Spiel relativ gut verkauft. Und die Leute wollten einen zweiten Teil haben. Was ich, wie gesagt, auch sehr komisch finde. Weil, wie gesagt, das Spiel... Oh, oh, oh. Okay. Mal kurz warten. So, das Spiel gab es nur für die Wii. An der Stelle will ich nochmal genauestens betonen. Nur für die Wii. Das heißt, alle, die eine Wii hatten, haben sich das vielleicht gekauft. Und das war's. Mehr Einnahmen gab es nicht. Für das Entwicklerstudio. Also schon krass, dass es dann einen zweiten Teil gegeben hat. Ja, wie gesagt, echt geil geworden ist, den wir auch noch spielen werden. So. Jetzt schauen wir mal, kommt der? Ja, er kommt. Er kommt hinterher. Und ich hoffe, wir können... Ja, wir müssen auf ihn warten, super. Und ich hoffe, wir können hier ganz schnell das Tutorial hinter uns lassen und in die richtige Action reingehen. Das Spiel hat halt noch ein bisschen was zu bieten. Vor allem Waffenauswahl fand ich echt cool. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es gibt. Aber es gab auf jeden Fall genügend, sodass ich mir gedacht habe, ja, das ist geil, wie viele Waffen es hier gibt. Also mehrere Shotguns, mehrere Pistolen. Drücken Sie den Knopf, wir müssen runter. Uzi. Und ich glaube, es gibt noch eine Sniper. Und ihr werdet das alle sehen. Ihr werdet das alles sehen. Und... Holy shit, ey. Hieran sieht man auch, dass das Ding für die Wii gekommen ist. Boah, Alter. Die Schrift. Boah, die Schrift. Also die Zahlen. Boah, das geht ja gar nicht. Holy shit, okay. Alles klar. Ich würde sagen, pro Part machen wir immer ein Kapitel. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz geile Unterteilung. Und ja, wenn es war euch... Richtig, dass meine Tochter Ihnen vertraut hat. Mhm. Sie haben uns sehr geholfen. Leutnant Ryuichi hat Miu in Sicherheit gebracht. Sie warten in meiner Suite auf mich. Von dort können wir Verstärkung anfordern und dann verschwinden. Ich organisiere uns Hilfe oder wir hauen ab. Es wird schon werden.
Nandeska, wer sind diese Leute? Sie sind überall. Vorsicht! Nandeska. Heißt das? Schnell! Der Aufzug hält nicht mehr lange. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ja. Ich kann kein Japanisch. Hab's nie gelernt. Vielleicht werde ich es noch lernen, keine Ahnung. Mal schauen. Wahrscheinlich eher nicht. Widerstand ist zwecklos. Aber wie auch immer. Scott-san, setz die Klinge ein. Scott-san. Geil. Okay, Leute. Ja, okay, dann spielen wir das hier auch noch, das Tutorial. Aber dann im nächsten Part wirklich ein Kapitel pro... Ah, okay. Ein Kapitel pro Part. Und daran werden wir uns auch immer strikt halten. Ja. Komm, mach halt. Aua. Okay, das ist ein bisschen billig. Was ist das? Ja, okay, aber ja. Nette Idee. Genauso. Okay, ich konnte jetzt einfach. Dieser Narr kann sich deine Angriffe nicht erwehren. Führe einen schnellen Erstschlag. Konnte jetzt einfach ausweichen, obwohl er in die Richtung geschlagen hat, in die ich ausgewichen bin. Du hast es geschafft. Alles klar. Keine Zeit mehr mit ihm. Töte ihn, wenn du willst. Zeit zu entscheiden. Der nächste Angriff schaltet ihn aus. Willst du ihn verschonen, Schwinger des Nunchuck, um das Schwert zurückzuziehen? Wir schwingen. Immer das Nunchuck. Gut gemacht. Nimm sein Schwert. Auch eine zerbrochene Klinge kann nützlich sein. Zum Beispiel beim Parieren. Wir werden immer den Gegner verschonen, weil es uns Respektpunkte bringt. Ich weiß nicht mehr genau, was uns diese Punkte bringen, aber es wird später noch wichtig, glaube ich. Und ich habe mich immer als Kiddy dann geärgert, dass ich die Gegner nicht verschont habe, weil ich habe das, nicht vernünftig gelesen und habe dann einfach immer die Wii-Fernbedienung geschwungen, was ihn dann gekillt hat. Und hinterher habe ich erst herausgefunden, dass wenn man den Nunchuck schwingt, dass man ihn dann verschont. Gut. Falls ihr dann, obwohl das Intro so kacke war und die Erklärungen kacke waren, trotzdem noch Bock auf das Projekt habt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es nicht getan habt und seid im nächsten Part gerne wieder dabei. Wie gesagt, es lohnt sich.